Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei The Crew mit Ingo Viva. Oh, mit Big Mana, hallo. So, jetzt haben wir eine Markierung gesetzt. Wir fahren jetzt, wie war das nochmal? West Coast. Kann das sein? Genau. Wir fahren jetzt die Westküste entlang und dann nach Dallas. Ja. Und ja, schauen einfach mal, was es da so gibt. Wir müssen ja natürlich wieder zu... Wir müssen wieder zurück zu Dings... Alter, da rast er schon, Alter. Was für ein Raser. Wer, ich? Ja. Ich ras nicht. Mein Auto sprang heute Morgen nicht an. Ja, hab ich schon gehört, ey. Durch die Kälte bestimmt, ne? Ja. Oh! Wo bist du? Ja, hinter dir. Weit hinter mir, oder? Da sieht man doch auf der Karte, wo ich bin. Du bist ja voll weit weg, ey. Du bist jetzt 300 was entfernt. Ja, dann... Warte ich mal eben. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal an der Westküste entlang aus Los Angeles zurück. Los Angeles gibt's halt noch nichts, keine Aufträge. Wir wollen natürlich Aufträge machen. Wir müssen halt zurück, da bin ich. So. Hallo, ist roh. Ah ne, ist grün. Kannst du nicht gucken oder was? Ich gucke. Nein, wie gesagt, und darum fahren wir jetzt erstmal an der Westküste entlang, um halt auch mal zu gucken, wie ist das da überhaupt so. Was, wir können natürlich auch Schnellreisen machen. Ja. Aber machen wir jetzt erstmal nicht. Genau, wir machen halt normal, ja. Ja. Wir haben uns extra überlegt, dass wir jetzt anderen Weg fahren, weil ich halt gedacht habe, nicht den gleichen Weg zurück, sondern genau. Einfach mal, weil wir müssen die Karte auch ein bisschen freischalten. Das ist es. Und Dallas, denke ich mal, und jetzt an der Westküste entlang ist bestimmt schön. Es geht zwar jetzt die Sonne unter. Ja, das weiß, sieht noch geiler aus. So schön dann ist. Aber ich finde hier Los Angeles, gucken wir uns natürlich noch später nochmal an, weil wir müssen jetzt mal auch Missionen hier machen. Wir müssen jetzt nicht nur in Detroit, sondern halt dann auch ja, hier. Ja, genau. Und schauen wir einfach mal. Sag mal, du bist voll weit weg, ne? Ich fahr ganz normal jetzt. Doch ganz normal. Bestimmt mit 200 irgendwas. Oh! Ich krieg mein Auto nicht. Alter! Alter, ist hier Verkehr. Ist hier Verkehr. Hut doch nicht. Jetzt gerade, wo wir jetzt hierher fahren, das erinnert mich so ein bisschen an, Jetzt nicht mehr. So, ich guck jetzt gerade mal auf mein Handy. Ich muss die Stoppuhren machen. Wenn ich jetzt einen Unfall baue, dann liegt das daran, dass ich... Genau, kurz... Da bringe ich den Leuten bei, nicht beim Autofahren ans Handy. Und du rast noch gegen die Mauer, wo ich nicht gegenfahren wollte, echt. Obdachloser. Hast du es gesehen? Alter Schwede. Also ich bin zufrieden mit den Chevrolets. Ich auch, also ich muss sagen... Man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt an die ganze Sache. Es macht übelst viel Spaß. Was ich komisch finde, ist wirklich keine WASD-Steuerung, sondern Pfeiltasten. Aber man könnte es ja auch umstellen, aber habe ich jetzt keine Lust zu. Alter Schwede! Das war knapp. Alter! Oh, falsche Spur. Oh nö. Oh, Bell spielt den Ghost Driver. Man kann nicht denn mal rüber. Oh, da kommt ein Auto von vorne. Oh, da kommt noch ein... Ah! Also bei mir ist alles frei auf der Strecke. Halt die Schnauze. Wenn jetzt gleich eine Abfahrt kommt, ne? Ich bin voll gearscht. Ja, ich informiere dich. Aber hier, ach, hier kannst du wieder rüberfahren, hier hin. Okay. In 700 Metern. Ja, du bist ja 700 Meter von mir entfernt. Ja, und in 700 Metern kannst du dann rüberfahren. Ah. Boah, ist das geil, ey. Schön, der Mond oben, so richtig dick, Vollmond haben wir. Auf den Mond habe ich jetzt nicht geachtet. Der war mir total schnuppe gerade. Ich wollte erstmal wieder auf meine richtigen Spur kommen. Ja, mir aber nicht. Ja, aber mir. Aber Ingmar ist ja so ein Naturbursche. Genau. Könntest auch im Wald wohnen, ne? Ganz naturverbunden. Nackt im See schwimmen. Das erinnert mich an irgendein Video. So ein Mann, der wohnt im Wald. Dann ist er baden gegangen. Ne, es gibt so Leute, die, das haben wir mal in der Reportage gesehen, die ernähren sich von der Sonne. Okay. Das ist ganz komisch. Die trinken nur was, aber die können von der Sonne leben. Wie das denn? Weiß ich auch nicht, wie das geht. Die essen aber nichts. Das ist krass. Ach so. Soll total gesund sein. Und ein Mann, der ist total gesund, wirklich fit, obwohl er nichts isst. Der geht einfach nur in der Sonne spazieren. Cool. Alter, was ist denn das Auto jetzt so lahmarschig?
Der Berg hoch. Achso, das Berg hoch. Boah, komm, das ist jetzt noch nicht bei dir. Ich fahr jetzt gerade. Doch, ich bin auch lang, leicht berghoch, bin ich jetzt. Ja, es wird gleich noch steiler. Hab ich einfach Nitro angemacht, dann bin ich halt ein bisschen schneller. Das Gute ist dann, dass ich das CO2, also Nitro, ne? Aber wie heißt das? Ne, NO2, ne? Nitro? NO2, glaube ich. Nitroglycerin, NO2, denke ich mal. Ist halt, wie gesagt, ja, lädt sich immer von alleine wieder auf. So, jetzt ist hier eine Abfahrt. Ja, das ist, die sind 600 irgendwann Metern. Genau. Irgendwo ist hier eine Polizei bei mir. Soll ich die mal rammen? Ach doch, du hast ein bisschen Action. Nö. Oh! Abfahrt verpasst. Oh, bist du ein Knüppelklon, ey. Bist du ein Knüppelklon? Oh, ich habe Behälter geil zerstört. Jetzt werde ich gesucht. Oh, oh. Ich bin voll der Gangster. Ne, bei mir ist alles hier richtig schön ruhig. Kaum Autos auf der Autobahn. Man fährt einfach so in die Nacht hinein. Ich habe mein Auto. Fliegt jetzt ein Hubschrauber. Gerade ist ein, vorhin ist ein Reh über die Straße gelaufen. Hast du das überfahren? Oh, nee. Da ist ein Jet. Bei mir fliegt gerade ein Jet. Der müsste eigentlich auch bei dir vorbeikommen. Boah, bist du weit weg, ey. Bremst doch mal. Er sagt nicht, ist Autobahn. Kann ich nicht bremsen. Na gut, dann bremse ich mal. Halte ich mal erstmal an hier und schaue mich so ein bisschen um. Müsste dich hier eigentlich gleich sehen. Wenn du gleich kommst. Oh. Ich habe irgendwas. Hast du irgendwas kaputt gemacht? Nee. So, 500, 400. Und da kommt er. Oh, los! Das ist so geil. Ohne Spaß, wenn man dann halt. Ja? Wenn man einen dann sieht, die Lichter von einem und dann an einem vorbeidüsen. Na mal, fährst du schon. Jetzt noch sagen wir, der Autosoundgeräusch ein bisschen lauter. Dass man halt dann die anderen das auch erhöhen. Warum fährst du so langsam? Weil ich auf dich warte. Ich bin ein netter Mensch. Was, weißt du das nicht? Gib Gummi! Ich weiß, was Kolonne bedeutet. Ja genau, Slalom. Oh. Klappt nicht so bei mir. Erik. Erik, 84, 4, 0, 1. 1, 1 und Carolo. Also möchte ich mal gerne auch mal ausprobieren, ob es dann geht mit anderen Gegnern. Also halt richtig, ne? Wäre echt mal. Wie bestimmt. Dein Pimmel ist zu klein. Versuch da wirklich zu überholen, ne? Ich glaub's nicht. Schaffe ich auch noch. Oh ne. Ne, schaffe ich doch nicht mehr. Können wir mal anhalten? Können wir bis zu nach Dallas? Können wir nee, mal hin machen? Nee. Warum denn nicht? Hast du Schiss oder was? Ich bin im Moment entspannter Fahrer. Alter! Das ist fies von dir, ganz ehrlich. Das ist ganz fies. Was ist eigentlich für eine Mauer hier? Siehst du die da? Ne, ich bin ja jetzt weit weg, du Arsch. Ja, warte mal hier. Komm mal mit. Berliner Mauer, oder was? Ja. Komm mal ich mit. Ich bin... Ran. Muss hier runterfahren, Leute. Siehst du das? Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Ach, das ist New Mexico. Das ist New Mexico. Okay. Mexiko, das ist doch immer die. Ist ja geil, ey. Hui! Ist ja geil. Hui! Das wäre natürlich cool. Oh, ist eine Leitplanke, scheiße. Nein! Wenn man auch die gerade, die ganz geilen Straße, Dingsautos. So, jetzt geht's wieder. Nee, das wäre natürlich richtig fett, wenn man dann DLC rauskommen würde mit Mexiko und mit Kanada. Das wäre richtig geil, ja. Ey. Oh, Canada. Genau. Da oben fliegt was?
Ein UFO. Ernsthaft? Hä, wo ist die Kartmarkierung hin? Irgendwann? Warte, ich mach's. Ja, warte mal. Du siehst doch, dass ich bremse! Ja, ich hab gerade woanders hingeguckt. Du hast gesagt, warte mal. Das ist ein UFO? Nee, ist ein Flugzeug. Warte mal. Dallas da. Gut, danke. Den schon, wo ist denn jetzt die Kartenmarkierung hin? Oder wir würden. Oh, da kommt gleich ein Spieler auf uns zu. Oder wir überholen ihn gerade, der hat auf jeden Fall gebremst. JJ. Der will uns, glaube ich, rammen. Schafft er aber nicht. Nö. Mich schafft sowieso keiner zu rammen. Was hatte. Was hatte er da für ein Auto? War so ein Geländewagen. Ah, der ist dann bestimmt schon ein bisschen weiter als wir. Ja. Aber ich fahre nicht mit dem Geländewagen. Nee, ich auch nicht. Ich bin mehr so der Coole. Aber ich könnte mir vorstellen, Gelände kann auch Spaß machen. Ja, bestimmt. Slalom-Test? Nee, mach ich jetzt nicht. Bestimmt um die Laternen rum. Genau. Da ist wieder irgendwas. Garfield 5450. Aus dem Weg! Jo, Garfield. Ach du Scheiße. Wow! Aber fast die Straße getroffen. Was hat der Garfield da gemacht? Hat er auf uns gewartet oder was? Weiß ich nicht. Fährt uns hinterher? Nee, ne? Ich sehe es nicht. Glaub nicht. Doch. Ja? Weil die Kilometer. Doch, da, natürlich. 17 Kilometer. Ja, okay. Nee, der war gar nicht mehr da. Oder hat er sich ausgelockt, deshalb war der. Kann auch sein. Du machst sofort erstmal so eine steile, ne? Bin ich. Erst das Nitro fürs Ende aufbewahren. Hat man in Fast and the Furious gelernt. Ja, aber hier lädt es ja immer wieder auf, darum können wir es immer wieder benutzen. Ja, stimmt. Was ist denn da vor uns? So ein Wüstendings. Das ist so ein Motel. Oh, da parken wir jetzt. Ey, Ingmar! Boah! Boah! Alter, wie du mich weggefickt hast, ey. Boah. Ich hab dich vor allem nur so ganz. Es ist ein Flugzeugdings hier. Jo, Flugzeugfriedhof. Jo, geil. Das ist ja cool gemacht, ey. Oh, da kommt wieder gleich ein Spieler. In 55 Kilometer, der ist irgendwo in New York. Ja, ja. Ja, stimmt. Muss auch mal auf die Kilometer drauf achten. Mach ich aber nicht. Oh, ich hab eine Kurve verpasst. Mountain States, Black Mountain. Guter Drift. Ich weiß, dankeschön. Ah, du überholst ja aber auch, ne, wieder. Bist ja nicht so weit weg. Wie gesagt, ich muss sagen, ey, ich habe mich jetzt die eine Woche, wo wir jetzt nicht aufgenommen haben, so drauf gefreut. Wirklich mal wieder, ne? Ah, es macht's einfach so Spaß, das Spiel, ey. Na, dafür, dass man das halt nicht spielt, so, wenn man so ein normales neues Spiel hat, ohne, ne? Genau. Das ist so fett, ey. So, ich mach Assassin's Creed, glaube ich, auch wieder runter, du. Ja? Ja. Total kacke. Schade, dass man nicht irgendwie Erkennungszeichen von einer Kuh hat oder so. Das wäre geil, ja. Oder aber vielleicht kommt das Ganze noch. Ja, weil eigentlich wäre es total geil.